Guten Tag an alle da draußen. Ich bin Prometheus 2077. Das ist mein Kanal um Let's Play Besuchlermagie. Ja, willkommen zurück, sage ich mal. Das ist die zweite Folge von dem, was ich vorhabe. Das Hochspielen eines Charakters von 1 auf 120 mit all den neuen Quests. Ja, die Änderung. Horde. Ja, wer mein erstes Video gesehen hat, der weiß, dass ich, oder da hatte ich erzählt, dass ich bisher keine Hordler großartig gespielt habe. Ich habe es versucht, das hat mir nicht gefallen. Nee, hat mir nie gefallen. Und jetzt habe ich mir das vorgenommen und habe gedacht, na gut. Warum machst du es nicht gleich als Let's Play? Als erste Geschichte, die du auf YouTube hochlädst, weil ich spiele das gerne und Grüße. bietet sich ja an. Jetzt nehmen wir erstmal alle Aufgaben an, die wir hier haben. Lebt wohl. Und dann geht es los. Seid gegrüßt. Da war noch eine. Ach, ne, im Zelt, ja. Was führt euch hierher? Seid vorsichtig. Seid vorsichtig. Immer. Safety first. Oh, noch mehr Aufgaben. Wie kann ich euch helfen? Geht in Frieden. Geht in Frieden. Habe ich eigentlich schon Schuhe an? Ach Gott, barfuß. Was führt euch hierher? Habt günstige Winde. Da ist noch eine. Und dann haben wir, glaube ich, erstmal genug zu tun. Ich mache das aber immer so. Das Gebiet, wo ich gerade bin, da nehme ich alles an, was ich kriegen kann. Ich weiß gar nicht mehr, gibt es das Ich habe euch erwartet. 25 Questlimit eigentlich noch in der Questliste? Weiß ich gar nicht. Ich habe das schon so Ewigkeiten nicht mehr gemacht, dass ich wirklich von vorne angefangen habe. So. Seid gegrüßt. Zack. Na. Level Nummer 5. Und ein neues Grüße. Geschichtchen-Dings. Mögen Donnerfels. die So, Donnerfels, auch schön. Ah. Er ist noch sehr nackt, aber das ändert sich bald. Wie viel Gold haben wir denn? Gold. Mein Gott. Nicht mal annähernd. Ein Gold. Hübsch, ganz runter, glaube ich. Oder? Ja. Machen wir das. Ja, stell dich dies so an. Du bist eine Kuh, das musst du abkönnen. Das ist hier drin, nehme ich mal an. Ja. Gut. Ich habe euch erwartet. Ah, ich.
Ich habe euch erwartet. Geht mit der Erdenmutter. Ne, will ich aber nicht. So, und jetzt wieder zurück. Ach, der müsste, glaube ich, auch mal unbedingt zum Huf auskratzen. So wie der Patsch, hat ja ganz schön viel Matsch im Huf. Friede sei mit euch. Auf bald. Besser Matsch im Huf als Matsch im Hirn. So wie das bei mir ist. Ich habe keine Hufen. Das zählt vielleicht für mich gar nicht. So, weiter geht's. So. Ach, sind es nicht hässliche Flugtiere? Aber was wären wir ohne sie? Oh. Kann sich noch jemand an die Zeit erinnern? WoW Classic? Ich kann mich selber nicht mehr richtig daran erinnern. Flugtiere gab es gar nicht? Gab es überhaupt die Möglichkeit zu fliegen, auch von Flugpunkten her? Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist so lange her. Los. So. Ich bin immer wieder fasziniert. Es ist so detailreich teilweise. Ich zoome mal ran. Das ist das, was mir auch so gefällt. Traumfänger. Diese Bemalung. Also nicht wundern, das passiert mir öfter, wenn ich irgendwas sehe, was mir gefällt und was ich wirklich mal interessant finde und faszinierend finde, schön finde, dann gucke ich mir das auch länger an. Für euch. Wir sehen uns wieder. Muss auch mal sein. Ein bisschen entspannen. Einfach mal rumgucken. Berufe. Hier geht das los. Puh. Da ist der Kochkunstlehrer. Das lerne ich immer. Bei jedem Charakter. Alter. Schrei mich so an. Ja. Backenes Ei, wollte ich gerade sagen. Nein. Lederrüstung. Wir sind Krieger, wir können mehr. Doch, ja, sind wir Krieger? Mönch. Ach, ich bin dumm. Wir sind Mönch. Mönche können auch Leder tragen. Ja. Ist das was für uns? Ich weiß nicht, soll ich das machen? Ihr kennt das ja auch. Die schon lange spielen und die nicht spielen, ja, es gibt die Möglichkeit, das ist, ich weiß nicht, wie lange das schon gibt, diese Erbstücke. Ja, ich weiß. Die geben halt die Möglichkeit, schneller Erfahrung zu bekommen, schneller aufzusteigen. Die selber müssen aufgewertet werden bis zu einem gewissen Punkt, bis zur Höchststufe, die es im Moment durch die Addons gibt. Und ja, aber ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollt oder nicht. Ich muss es nicht unbedingt haben. Ich spiele auch so gerne. Ich mache das mal nicht. Ich warte mal ab, was ihr schreibt. Es ist halt ein kleiner Vorteil, etwas schneller an Erfahrungspunkte zu kommen und vielleicht auch dahin zu kommen, wo es dann wieder etwas spannender wird. Wo ich sagen muss, ich finde dies hier auch spannend, auch wenn es alt ist, auch überarbeitet und vielleicht angepasst an die neuen Addons oder sowas, durch die ganzen Geschichten, die zwischendurch passiert sind. Aber mir gefällt es. Ja, und dann solltest du mal darauf achten, was du machen willst eigentlich. Und das machen wir, indem wir mal auf die Karte gucken. Da ist noch ein Fragezeichen, das gehen wir noch ab.
vergiftetes Wasser. Gut, okay. Auswählen und dann rennen wir mal dahin, wo uns der gelbe Pfeil hinführt. Nicht der gelbe Steinweg, sondern der gelbe Pfeil. Welcher Film war's? Toto, Toto, wo bist du, Toto? Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich überhaupt erlaubt, solche Zitate zu sagen? Zitat Judy Garland, Zitat, Ende? Vielleicht schneide ich's raus. Präriewolf, ne, das geht ja gut los. Oh, Zapfen? Oh, da kann man nichts bauen. Ist doch gut. Schreie nicht so rum. Da. Juhu. Ja, da war mal platt. Bisschen Fleisch. Oder? Ja. Da lang. So. Ich kann mich noch daran erinnern, mit diesen Viechern gab es früher mal eine Quest, die musste man auch platt machen. Das kommt wahrscheinlich noch. Nehme ich mal nur vielleicht ein bisschen verschoben im Gegensatz zu früher, wie es war. So, wir müssen da lang. Damit, da kommt da jetzt hinten diese Karawane auch, die überfallen worden ist. Da steht auch so ein Typ ganz alleine. Das ist wohl immer noch so. Oh, ein großes Tor. Das ist auch neu. Friede sei mit euch. Lebt wohl. Wie sieht denn deine Hufe überhaupt aus? Ach, geht so gar nicht. Zack. Alt Y und die User Interface UI ist weg. Hübsch hässlich, ne? So. Also ich habe das schnell und langsam laufen auf R. Ich glaube, ist das da immer so? Ich weiß es gar nicht, ob ich es geändert habe. Ist ja egal. Es geht ja nicht um die Tastenbelegung. Das macht jeder anders. Da gibt es genug Add-ons, glaube ich, auch. Apropos Add-ons. Ich habe WoW noch nie mit Add-ons gespielt. Ich werde es auch nicht tun. Ich traue der ganzen Sache meistens nicht so unbedingt. Ich habe es auch noch nie benötigt. Ich bin auch so ziemlich weit gekommen. Ne? Von daher... Da habe ich auch keine Ahnung von, da dürft ihr mich auch nichts fragen in der Beziehung, da habe ich, das weiß ich nicht, also, so, was, so, das haben wir gemacht, jetzt gehen wir da hin, ach, das ist doch die, glaube ich, jetzt, Trophäensturz, Federkiel, genau, das ist die, Schreiteraufgabe. Ich bin nicht außer Reichweite. Zwei, ne, den nicht. Federstutz, Stutzflieger, Federkiel. Das ist auch ein Wort. Oh, heiser, Stimme versagt. Das fehlte mir auch noch. Zweite Let's Play-Folge, die Stimme versagt schon. Was ein Einstieg. Oh, Kodos. Juhu. Kodo der Dritte. Oh, pst. Sehr schön.
Oh, das geht jetzt automatisch, okay. Winterhofer, der hat noch eine Feder. Müssen wir auch was raussammeln? Ah, da ist er. Ist vielleicht doch nicht so unsinnvoll. Oh, ich bin schon fast wieder am Ende der Folge, sehe ich gerade. Was haben wir da? Haben wir noch irgendwas zum Abgeben, bevor wir wieder zurückgehen? Riewolf, Tatze, Ebenen, Schreiterkralle. Dann machen wir die noch fertig und dann mache ich Schluss. Also. Vier. So, jetzt noch die Wolfsgeschichten da. Präriewolf. Zwei Stück brauchen wir noch. Ja. Da lang muss ich. Da habe ich doch glatt mal nicht hingeguckt, wo ich hinrenne. Machen wir den auch noch platt. Ne, dann gehen wir da rum.
war falsch. Nicht dummerchen. Das ist erstmal gestorben. Wow. So, ich werde jetzt die Aufnahme hier auch beenden. Ich gehe zu meiner Leiche noch zurück. Beziehungsweise zu meinem Punkt, wo ich mich wiederbeleben kann. Und dann werde ich diese Aufnahme beenden. Und ja, ich danke euch fürs Zusehen. Schreibt mir was in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Ja, und wer mag, der sieht sich das in der dritten Folge weiter an, das Drama. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. So, jetzt aber. Schnell weg. Ja. Na, müsst ihr bald von mir ablassen. Ja, gut. Tüdelüdelü. So, ich mache jetzt hier einfach mal Schluss. Ne? Bis zur nächsten Folge und tschüss.